Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Graphen der Wurzelfunktion. Rechts oben ist der Graph der Wurzelfunktion Wurzel x nochmal abgebildet. Und dieser Ausdruck hier veranschaulicht die Lineartransformation. Lineartransformationen sind Streckung, Spiegelung, Stauchung und Verschiebung eines Graphen. Der Parameter a ist hierbei zuständig für die Streckung oder Stauchung in y-Richtung. Wenn a jetzt minus 3 wäre, dann hätte ich eine Streckung in y-Richtung und zusätzlich noch eine Spiegelung an der x-Achse. Also wenn a kleiner 0 ist, kommt es noch zu einer Spiegelung. Und wenn a, Betrag von a größer als 1 ist, dann habe ich eine Streckung. Wenn es zwischen 0 und 1 ist, habe ich eine Stauchung. Der Parameter b, aufpassen hier. B ist ausgeklammert. Also wenn noch ein Parameter C dabei ist und gleichzeitig Parameter B, dann müsst ihr B ausklammern. Ansonsten wird der Parameter C nicht richtig erkannt. Hier haben wir jetzt eine Streckung und Stauchung mit dem Faktor Betrag von 1 durch B in x-Richtung. Das heißt, wenn jetzt hier der Faktor wäre minus 2, dann hätte ich eine Stauchung, weil der Faktor b von zwischen 0 und 1 ist eine Streckung und sobald es größer als 1 ist, ist es eine Stauchung. Also bei minus 2 hätten wir dann mit dem Faktor 1/2 und wir hätten zusätzlich eine Spiegelung an der y-Achse. Die zwei weiteren Parameter sind dann nicht mehr so schwer. Das c ist eine Verschiebung um c in x-Richtung. Wenn c jetzt hier größer 0 ist, dann verschieben wir das Ganze nach links. Wenn es kleiner 0 ist, also zum Beispiel minus 1, dann verschieben wir es nach rechts. Beim Parameter d haben wir die Verschiebung in y-Richtung. Wenn wir zum Beispiel plus 4 haben, dann verschieben wir es um 4 nach oben und bei negativen Vorzeichen nach unten. Wichtig ist, die Reihenfolge beachten. Erst strecken, stauchen oder spiegeln und dann verschieben. Ja, warum machen wir das so? Die Reihenfolge ist wichtig. Wenn wir dieses Beispiel hier anschauen und wir spiegeln hier zuerst und verschieben dann um 1 nach oben, dann ist das wunderbar. Nur wenn wir jetzt hier erst um 1 nach oben verschieben und dann das Ganze spiegeln, dann würde nicht der korrekte Graph rauskommen. Das heißt, wenn wir am Schluss spiegeln wollen, müssten wir das hier so ausklammern. Wir würden dann zuerst um 1 nach unten verschieben und dann spiegeln. Das heißt, für uns ist es einfacher, immer zuerst zu spiegeln, zu strecken, zu stauchen und dann zu verschieben. Bei diesem Beispiel hier habe ich schon angedeutet, hier haben wir sowohl den Parameter b als auch den Parameter c. Das heißt, hier Achtung, immer zuerst den Parameter b ausklammern. Weil jetzt erkenne ich, dass der Parameter c ja doch nicht 2 ist, sondern 1. Gut, das war jetzt genug der Theorie. Jetzt seid ihr am Zug. Ihr sollt bei der Aufgabe a bis c beschreiben, wie der Graph aus der Funktion f von x ist gleich Wurzel x hervorgeht. Also welche Lineartransformationen hier da sind. Und bei den Aufgaben d bis f den Graphen skizzieren. Die Aufgabe f ist ein bisschen schwieriger. Das ist eine sogenannte Expertenaufgabe. Da müsst ihr ein bisschen was wissen. Los geht's! Natürlich jetzt wie immer die Lösung. 1,5 mal Wurzel x minus 5. Zuerst mal die Wurzelfunktion. Die 1,5 bewirkt eine Streckung mit dem Faktor 1,5 in y-Richtung und die minus 5 bewirkt eine Verschiebung um 5 Einheiten nach rechts in x-Richtung. Also schaut der Graph so aus und wir sind fertig. Aufgabe b, Wurzel 3x minus 1. Hier müssen wir b nicht ausklammern, weil wir kein c haben. Dementsprechend ist sofort klar, wir haben hier eine Stauchung mit dem Faktor 1 Drittel in x-Richtung, aber da der Faktor b hier positiv ist, haben wir keine Spiegelung an der Achse.
Schaut dann folgendermaßen aus. Wichtig bei der Stauchung in X-Richtung ist, wenn wir diesen Punkt hier mal anschauen, wenn wir 2 einsetzen, würden wir normalerweise bei der Wurzelfunktion Wurzel 2 rauskriegen. So, hier haben wir jetzt aber Wurzel 3 mal x, also haben wir hier Wurzel 6. Ihr könnt euch quasi vorstellen, wir haben hier so eine Presse. Die Presse bewirkt jetzt, dass der Graph hier zur y-Achse hin gedrückt wird. Wichtig, nur zur y-Achse hin, weil die Wurzel von 0 ist 0. Also wenn wir 0 einsetzen, dann kommt ja da bei der Wurzelfunktion immer 0 raus. Außer wir haben halt eine Verschiebung in x-Richtung. Die minus 1 ist dann einfach, da haben wir eine Verschiebung um eine Einheit nach unten in y-Richtung und das ist dann schlussendlich der Graph. Aufgabe C, hier haben wir jetzt allerhand Lineartransformationen. Das ist die Wurzelfunktion. Wir spiegeln zuallererst an der x-Achse durch das Minus. Dann strecken wir mit dem Faktor 2 in y-Richtung. Wir verschieben um 3 Einheiten nach links. Und wir verschieben auch um eine Einheit nach oben. Und erhalten dann diesen Graphen schlussendlich. Wenn wir hier die Verschiebung am Schluss, die Spiegelung am Schluss machen wollen, müssen wir natürlich wieder hier ausklammern. Das wäre auch möglich. Wie gesagt, die Reihenfolge ist aber einfacher, wenn wir zuerst spiegeln, strecken, stauchen und dann verschieben. So, jetzt zu den Aufgaben, die bzw. den Graphen, die skizziert werden sollen. Der Graph schaut folgendermaßen aus. Hier haben wir um 2 nach rechts verschoben und um 1,5 nach oben. Sonst ist es der normale Graph der Wurzelfunktion. Hier schaut der folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Spiegelung an der x-Achse. Wir haben eine Streckung in y-Richtung und eine Verschiebung in x-Richtung um 1 nach links. Zur Expertenaufgabe. Ja, warum ist das jetzt eine Expertenaufgabe? Wir müssen hier zuerst spiegeln und dann das plus 1 suggeriert ja, dass wir nach links verschieben, aber wir müssen hier nach rechts verschieben. Warum? Habe ich am Anfang schon angedeutet, hier dieses b, dieser Parameter b, der jetzt hier minus 1 ist, aber die 1 steht ja nicht dran, die müssen wir ausklammern. Und dann sehen wir sofort, okay, wir verschieben hier um 1 nach rechts. Achtung, hier ändert sich dann die Definitionsmenge massiv. Ihr könnt euch mal überlegen, bei welchen Lineartransformationen ändert sich die Definitionsmenge überhaupt? Es ändert sich nicht bei allen, aber ihr könnt mal drunter schreiben, bei welchen es sich denn verändert.